So Freunde, willkommen zurück bei einem weiteren Video von uns heute. Und zwar, so wie letztes Wochenende schon angekündigt, wird es heute das Poliervideo geben zum BMW E91, beziehungsweise ist ja egal welches Auto, aber wir werden es im E91 das erste Mal testen und wie ihr ja vielleicht, wenn ihr schon da mitgeschaut habt, wisst, machen wir das Ganze mit einer Rotationsmaschine. Ich habe noch nie vorher einen Lack poliert, auch nicht per Hand oder sonst was. Und dementsprechend würde ich sagen, legen wir mal los. Viel Spaß und wir sehen uns gleich. So, dann wagen wir uns auch mal an das Ganze ran. Ich werde jetzt beginnen, weil also ich habe das Auto grundlegend gewaschen. Also ich habe es halt per Hand gewaschen, genau. Jetzt werden wir anfangen mit der Reinigungsknete hier über den Lack zu gehen und halt noch den groben Schmutz abzutragen. Ja, ich bin echt gespannt, wie es wird, weil wie ihr vielleicht noch wisst vom letzten Video, wir machen das Ganze mit einer Rotationsmaschine. Klar, wir haben jetzt hier keinen Unilack, sondern es ist ein Metallic-Schwarzlack, aber ich glaube trotzdem, dass das ganz interessant sein könnte, was da das Ergebnis ist. Und ich hoffe, dass ich es auch gut einfangen kann. Aber ich lege jetzt erstmal los, werde das komplette Auto kneten. Das wird eine Zeit lang dauern, denke ich mal. Also das ist ein Geduldsspiel, sage ich mal. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. So Freunde, also jetzt ist etwas Zeit vergangen. Ich habe jetzt ungefähr 1,5 Stunden gebraucht für das Auto jetzt, dass ich es komplett knete. Habe es dann anschließend nochmal mit Isopropanol gereinigt. Und jetzt können wir anfangen zu polieren. Ich werde jetzt praktisch hier an der Motorhaube anfangen, großflächig, weil ich werde diese kleineren Stellen, weil ich habe halt nur einen 125er Teller, werde ich per Hand machen. Also da habe ich diesen Sonax P-Boy, also kann ich euch da auch dann gleich sagen, wie es ist, ob das was ist oder ob das Kacke ist. Aber ich werde jetzt mal hier anfangen. An sich, ich versuche jetzt mal mit einem mittelharten Pad, glaube ich, also die sind von ADBL, mittelharten Pad sowas ungefähr und einer Medium Cut Politur und zwar halt von Menzerna, keine Ahnung, also ich glaube, das ist halt ziemlich bekannt, ne? Also kennt eigentlich jeder. Werde ich jetzt mal versuchen, weil ich habe schon teilweise ein bisschen tieferer Kratzer drin. Dementsprechend glaube ich, brauche ich jetzt gar nicht erst mit einer Hochglanzpolitur erst versuchen oder so, sondern ich werde gleich eine Medium Cut reinhauen, werde das Ganze jetzt mal versuchen und schauen, was dabei passiert. So, also ich werde halt jetzt als erstes mal das Pad ein bisschen vortränken, halt eben übertreiben sozusagen, damit das mal ein bisschen Politur abbekommt. Gut, und dann werde ich einfach mal ein paar Tröpfchen da drauf verteilen, keine Ahnung, so 4-5 Stück oder so. Okay, der war jetzt ein bisschen größer. Also lassen wir mal bei 4. Das ist leicht andipsen da. Genau, und jetzt werde ich einfach mal versuchen zu polieren. So, also jetzt haben wir praktisch hier so ein kleines Feld mal gemacht. Das werde ich jetzt ganz ein bisschen sauber machen. Und dann werden wir uns jetzt mal gleich gemeinsam anschauen, wie gut das ist, ob da irgendwelche Hologramme drin sind oder so. Wäre nämlich nicht so geil. Aber es schaut sehr gut aus. Es schaut sehr gut aus. Der Lack ist auch jetzt warm geworden, ne? Jetzt schauen wir es uns mal an. So, Freunde. Also, ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Ich versuche natürlich, also ich habe halt nur die Handykamera, ne? Mehr könnte ich nicht sehen. Aber ich versuche jetzt mal den Vergleich zu ziehen zwischen hier vorne. Mein Gott, das fokussiert halt auch schlecht, muss man sagen. Aber okay, da seht ihr jetzt diese ganzen Swirls, wie man sie ja so schön nennt, wie die da drin sind und halt teilweise auch ein bisschen tiefere Sachen. Jetzt gehen wir zu der Stelle, wo es eben poliert ist. Da muss man schon sagen, das ist schon sehr schöner Glanz, ohne jegliche Kratzer. Und da bin ich echt zufrieden damit. Und das heißt halt auch wirklich, dass es funktioniert. Also man kann ein Auto als kompletter Anfänger auch mit einer Rotationsmaschine polieren. Klar, man muss halt echt vorsichtig sein. Und wie ich es euch ja auch eingeblendet habe, halt ein bisschen eben schneller durchgehen, sage ich mal, als jetzt mit einer Exzentermaschine. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Also ich werde jetzt praktisch das ganze Auto damit machen. Bin gespannt, wie lange das dauert. Und überlege halt dann, ob ich vielleicht danach nochmal eine Hochglanzpolitur mache oder ob das überhaupt noch notwendig ist. Das muss man dann mal schauen. Aber ja, jetzt habt ihr den ersten Eindruck gesehen.
und dann werden wir uns gleich nochmal sehen. So, Freunde, also jetzt ist einige Zeit schon vergangen. Also ich habe jetzt insgesamt, ja, sagen wir mal so um die 6 Stunden oder was auf jeden Fall gebraucht. Habe halt auch nur diesen einen Poliergang doch gemacht, weil die Hochglanzpolitur habe ich jetzt nicht mehr als notwendig gesehen. Es ist jetzt so, ich habe trotzdem noch eben tiefere Kratzer drin, wo jetzt für mich aber nicht so schlimm ist. Also mir ging es darum, dass einfach diese ganz feinen Kratzer auf jeden Fall weg sind. Und das ist jetzt auch so, und ich habe das Auto jetzt auch schon mit Wachs versiegelt. Habe ich euch jetzt nicht großartig gezeigt, weil das ist einfach nur Wachs auftragen. Ich habe da von Soft 99, glaube ich, oder sowas, haben wir da ein Wachs da. Und dementsprechend ist jetzt der Lack auch schön weich. Und ich bin auch gespannt, da müsste jetzt praktisch auch extrem gut abperlen das Wasser. Ich würde sagen, das zeigen wir euch vielleicht dann einfach noch in der Waschbox. Weil da würde ich jetzt auch noch als nächstes hinfahren, einfach um diesen ganzen Staub hier noch ein bisschen wegzukriegen von dem Wachs auch. Weil sich das halt, es ist nicht ganz so easy, das komplett wegzukriegen mit den Tüchern. Genau. Ansonsten war es das eigentlich soweit. Wir schauen jetzt uns dann gleich nochmal das Ergebnis einfach im Licht an und nicht nur in der Garage hier. Genau. Bis gleich. Freunde, damit sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt. Ich werde euch jetzt praktisch nochmal in der Endsequenz so ein bisschen Bilder einblenden, von wegen, wie es jetzt aussieht. Ich habe es jetzt nur eben einstufig poliert, also mit Medium Pad und auch Medium Politur. Dementsprechend sind jetzt nicht alle Kratzer perfekt raus, muss ich ehrlich gestehen. Sieht man auch in dem Sonnenbild hier jetzt gerade nochmal. Also in der Sonne sieht man auf jeden Fall noch leichte Kratzer. Also man müsste jetzt nochmal mit einer feinen Politur, beziehungsweise ja, Hochglanzpolitur halt eben drüber gehen. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt in der Zeit alles nicht geschafft, weil Trubel, 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 gibt viel zu tun. Dementsprechend werde ich das wahrscheinlich noch irgendwann nachholen oder eventuell nächstes Jahr einfach mit einer Exzenterpoliermaschine das Ganze noch nachholen, weil ich mir auch überlege, ob ich mir da eben eine zulege dann nächstes Jahr im Frühjahr. Genau, aber ansonsten kann man noch eingehen aufs Wachs. Also das ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das ist jetzt klar nicht so krass wie eine Keramikversiegelung. Also ich blende euch hier auch mal kurz ein Bild ein von der Waschanlage, beziehungsweise halt von der Waschbox. Es perlt schon deutlich besser ab als davor. Aber jetzt, also es ist jetzt nicht so ultra krass, muss man sagen. Also muss ich auch gestehen dazu. Aber ich bin vollkommen zufrieden damit. Von dem her könnt ihr gerne ungetrost auch mit einer normalen Rotationsmaschine als Anfänger arbeiten. Also das hat funktioniert bei mir. Also es sind jetzt keine extremen Hologramme entstanden oder sowas oder extrem tiefe Kratzer. Dementsprechend funktioniert es schon, wenn man jetzt wirklich, sag ich mal, jetzt nicht ultra hart drauf drückt oder sowas oder sich jetzt mega blöd anstellt. Ansonsten natürlich mit der Exzenter ist es am einfachsten, also am sichersten, sage ich mal. Genau, aber das werden wir dann vielleicht nächstes Jahr mal noch behandeln. Ansonsten könnt ihr gerne ein Like da lassen für die getane Arbeit. Ansonsten auch ein Abo für zukünftige Videos. Das nächste Video wird echt interessant, weil wir haben jetzt die 300 Abonnenten geknackt. Und da haben wir uns natürlich wieder, also nicht lumpen lassen sozusagen. Wir haben was Neues für euch. Genau. Dementsprechend, wir sehen uns beim nächsten Video. Schönen Sonntag euch. Bis dahin.